So, hallo, wir machen weiter bei Super Mario 64 Star Road oder Super Mario Star Road, irgendwie so wird es heißen. Zweiter Teil von der Mission DK aufholen, so habe ich es jetzt genannt. Unten ist was eingefallen, mir ist was eingefallen, mir ist was eingefallen. Er hat nämlich hier außen hat er noch einen Stern gesammelt, den ich jetzt noch nicht habe. Hier ist nämlich ein kleines Bonus-Levelchen. Die gibt es hier also auch. Es gibt ja also auch versteckte Level. Gut, so versteckt sieht das jetzt nicht zwingend aus, aber, ne? Ist natürlich, ist das halt eine von diesen Bonus-Welten. Mit Zelda-Musik. Voll schön. So, und der Stern war hier, glaube ich. Waren das die roten Münzen, der Stern, oder? Ich weiß es nicht mehr. Er hat auf jeden Fall die roten Münzen gesammelt. So viel weiß ich. Das heißt, wir machen das jetzt auch mal. So. Ach ja. Wind Waker-Musik. Wunderschön. Also, ich hoffe echt, man hört die Musik gut. Vom Testen her, der Aufnahme her, klang es eigentlich ganz brauchbar. Deswegen denke ich mal, es passt. Halt, da drüben. Na, die kann man zum Schluss holen. Beziehungsweise wir fallen da eh oft genug noch runter, deswegen. War da drüben noch was? Das war hier. Da ist noch eine drauf. Wie komme ich da hin? Wie komme ich darüber? Ach so, von da. Okay, nein, stirb bitte. Gut ist er gestorben. So hätte ich es auch mal. Mit dem hätte ich da auch drauf gekonnt. Schade. Das habe ich mir jetzt versaut. Na gut, au. Nee, jetzt. Da hoch. So. Du stirbst. Du stirbst. Okay, die manchmal bleibt der Controller noch hängen. Einfach weil er echt alt ist und ja, halt hängen bleibt. Das wird irgendwann in der entscheidenden Phase dann ein Problem. Ich muss den vielleicht einfach mal ein bisschen drehen öfters. Dass er sich ein bisschen ein. Ich mag das Wasser hier, echt. Ich mag das Wasser hier sehr gerne. Es ist ein besonders angenehmes Wasser, deswegen schwimme ich da so gern drin. Du blödes Mistvieh. Danke. So, und jetzt will ich da einfach hoch. Okay. Gut. Gut, das Spiel will mich ärgern. Kein Problem. Ich kann das Spiel auch ärgern. Das sollte doch reichen, oder? Gucken wir mal. Vielleicht würde es reichen, wenn ich zielen könnte. Dann würde es vielleicht reichen, tatsächlich. Das könnte drin sein. Yay, siehst du, jetzt läuft er wieder. Es ist einfach weitergelaufen, obwohl das nicht durfte. Hallo? Kamera? Siehst du schon wieder, Alter? Bleib doch nicht immer hängen. Da, bleib schön in der Mitte. Schön in die Mitte immer zurückkommen. Dann sind wir auch Freunde. Controllerchen. Sonst muss ich dich ausrangieren, wenn du mir Ärger machst. Das hätte funktionieren können. So, wisst ihr was? Ich hole mir den Stern da, die Münze da ganz anders. Das ist mir jetzt zu blöd. Da habe ich jetzt keinen Nerv mehr für. Wir haben erst zwei rote Münzen? What the fuck? Wo waren denn die anderen überall? Oh je. Ach, das war die Wippe hier, ne? Ja. Die sah auch gemein aus. Vom Zugucken her.
So, mal schauen, ob ich den kriege. Nein, natürlich nicht. Warum denn auch? Oh. Ach so, ja, stimmt. Zwei Münzen haben wir noch am Anfang, die ich einfach jetzt noch nicht eingesammelt habe. Drei Münzen haben wir noch am Anfang. Also haben wir theoretisch schon sechs. Gut, das ist schon, das passt, das gefällt mir schon mehr. Das gefällt mir schon eher. Kamera. So, die Wippe. We meet again. Okay. Du nicht, du nicht. Du auch, aua. Du auch nicht. Bleib drauf, Alter. Ich sag es dir. Wenn du jetzt runterfällst, ich hau dir eins aufs Maul. Kannst du aber glauben. So. Schön geradeaus laufen. Das sollte noch drin sein. Juhu. Was haben wir denn hier? Ein Leben. Oh, das können wir sogar gut gebrauchen. Aber nicht. Komm, was weg. Na gut. Nein! Da war der Wind. Ich habe den Wind vergessen. Warum? Warum? Warum habe ich den Wind vergessen? Oh, dieses Level. Es ist ein einzelner Stern, aber es... Nee, es sind zwei Sterne in dem Level. Aber einen davon haben wir... Also es geht jetzt erstmal um einen davon. Aua. Ja, dann hat die Kay noch nicht. Und deswegen mache ich den auch noch nicht. Weil das ist ja... Das sind ja die... Das hier sind ja die Decay-Aufholparts. Ne? So. Dum, 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 dum. So, jetzt vorsichtig an der Wand bleiben. Ja. Du blöder Mistwind, ey. Das war gemein. Mein. Und du? Du nicht. Ist hier gar keine rote Hier ist gar keine rote Münze mehr, oder? Ich hätte da gar nicht hochgemusst. Juhu! Oha, das hat ein bisschen. Das war ein bisschen heftig. Das war. Oh, oh, ich dachte, hier ist der Abgrund. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht hier runterfallen, aber gut. Okay, dann, wie viel haben wir denn jetzt? Drei? Hä? Was tue ich hier? Dann sammle ich jetzt gerade mal die ein, von denen ich noch weiß, wo sie sind. Und dann weine ich, weil mir ein paar fehlen. Ach, Kamera. Okay, also da hat die Kay echt recht. An manchen Stellen ist die Kamera furchtbar nervig. So. Das war einmal vier. Dann ist hier oben... Au! Dann haben wir hier oben... Oh, das reicht nicht. Ich hätte gedacht, das reicht für einen normalen Doppelsprung. Da habe ich mich getäuscht. So kann es gehen. Reicht das echt nicht? Alter, das reicht echt nicht. Da habe ich mir beim Zuschauen... Guck, das ist wieder so ein Beispiel, wo man beim Zuschauen denkt, ach komm, mach doch einfach einen Doppelsprung. Das ist doch nicht so schwierig. Aber man muss tatsächlich... Wow. Okay, wir machen einen Dreifachsprung. Ist in Ordnung. Wir machen einen Dreifachsprung, kein Problem. Wo man beim Zuschauen denkt, ach, das ist doch gar nicht so schwer. Und dann spiele ich selbst und fail an der genau derselben Stelle, wo die Kay auch gefailt hat. Wow. Was ist das denn jetzt? Das ist interessant.
Das ist mir jetzt ein bisschen peinlich. Weil ich eben echt gedacht habe, stell dich doch nicht so an, Junge. Das ist doch nicht so schwer. Und jetzt... Ja, siehst du mal. Das ist dann immer das. Deswegen sollte man echt immer in den Kommentaren nachdenken, bevor man... Ich habe es ja nicht geschrieben, ich habe es ja nur gedacht. Aber hätte ich es dann geschrieben, so quasi so ein kleines Hater-Kommentärchen, dann wäre das ein bisschen fail gewesen. Moment, das war die falsche Richtung. So. Alter! Ich komme nicht rüber. Unfassbar. Unfassbar. Ich hätte gedacht, das ist einfach. Warum komme ich da nicht hin? Ich mich doch verarschen. Ihr wollt mich doch foppen. Das sah im Video so einfach aus. Das ist wirklich ein fieser Sprung. Mensch, da muss ich mich ja fast bei DK gedanklich mal entschuldigen. Hm. So was Blödes. So was Blödes. Alter! Wenn das so weitergeht, dann hauen wir in dem Part DK nicht auf. Ich wollte eigentlich hier noch in dem Part auch noch das Geisterlevel machen. Aber dafür braucht man halt 8 Sterne und deswegen müssen wir erst noch einen holen. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ihr wollt mich doch verarschen. Ihr wollt mich doch komplett... Oh, da drüben sehe ich auf dem Pilz noch eine Münze übrigens. Alter, Fifi. Die Münze machen wir zum Schluss. Bin ich bescheuert hier. Was ist hier drin? Ton? Hallo? Ton? Der Ton kann sich nicht mit anschauen, was ich hier für eine Scheiße zusammenspiele. Okay. Ach stimmt, den habe ich ja gar nicht geholt, den habe ich ja nur gesehen. Wie komme ich da hin? Von da drüben vielleicht. Aber das hier, der hier müsste doch echt eigentlich von hier aus drin sein, oder? Ja, okay, den haben wir. Es ist gerade echt ein bisschen still. Muss ich ja mal so sagen. Au. Ich weiß nicht, warum der Ton jetzt weg ist. Das haben wir gleich geregelt, das Problem. Ach, natürlich, von hier aus komme ich da drauf. Ich Knalltüte. Moment! Das ist ja schon Nummer 7. 6. Scheiße, mir fehlt eine Münze. Wo? Wo? Nein, wo ist sie? Wo ist... Ich finde das interessant, dass dieses Level mich genauso aufhält, wie es DK aufgehalten hat. Das hat er nämlich im ersten Part gespielt. Und... Ah, jetzt läuft er schon wieder automatisch weiter. Und... Es hat nicht viel erreicht in dem Part. Das liegt am Level. Das Level ist nämlich gemein und dumm. Und gemein und dumm. Wo ist denn jetzt hier noch eine rote Münze, bitte? Nein! Oh. Ist hier unten unter Wasser war da eine? Ich glaube nicht. Kann mich nicht erinnern, dass unter Wasser eine Münze war. Wirklich nicht. Scheiße. Hier war eine, doch! Oh, Gott sei Dank. Okay. Jetzt haben wir nur noch diese eine Problemmünze da oben. Oh. Unfassbar, dieses Level. Unfassbar. Wie komme ich da ran jetzt? Verdammte Axt. Nein.
glaube, ich mache einfach einen gut platzierten Dreifachsprung. Das sollte doch reichen. Ich muss ihn nur immer wieder probieren. Wir kriegen das hin. Ich weine. Das sah so einfach aus. Das gibt's doch nicht. Vielleicht doch einfach so. Nein, es reicht nicht. Das gibt's doch nicht. Die K ist doch aber dann auch irgendwie so hochgekommen. Sag mal, ich komme mir langsam ein bisschen verarscht vor. Von mir selbst. Ah, die Musik holen wir uns gleich wieder. Ich weiß nicht, warum die weg ist. Der Musik ist das einfach auch schon geradezu pein, Alter. Das gibt's echt nicht. Der Musik ist das gerade auch zu peinlich, was hier passiert. Ich denke mal, jetzt schaffe ich es und dann pralle ich wieder ab. Von hier aus vielleicht? Nee, auch nicht. Hä? Was für eine miese Stelle. Nicht wieder runter. Mann! Das ist unglaublich gerade. Das gibt's doch nicht! Yes! Also doch so. Mann, wieso hat's denn nicht von Anfang an funktioniert? Mist, so ein Blöder. So, hopp. Zack. So, wo ist der Ton? Wo ist der Ton hin? Yes, so, und jetzt können wir nämlich zu Gloomy Garden gehen. Und holen uns den Ton wieder. Bis gleich. So, da ist der Ton wieder. Und wir sind auch hier. Wo ist Gloomy Garden? War das hier? Ich glaube ja, das war hier. Gut, 17 Minuten haben wir vorher aufgenommen. Wie viele Sterne hatte hier drin? Ich glaube drei. Ich glaube drei Sterne hatte hier drin. Die hole ich mir schnell noch und dann haben wir die K aufgeholt. Und dann können wir ab dem nächsten Part uns selber kümmern, was die Level hier angeht und selber entscheiden, was wir machen. Aber ich wollte, wie gesagt, ihr wisst ja, ich wollte die K schnell noch aufholen und damit es für mich ab jetzt blind ist. Also ab dann, also ab dem nächsten Part eben. So, das sah auch relativ einfach aus, als er es gespielt hat. Aber nachdem ich gerade schon... Nachdem ich gerade schon... gemerkt habe, dass Stellen tatsächlich böse sind, die ich auch als böse empfinde. Es ist echt nochmal eine ganz andere Nummer, wenn man selber spielt. Das ist krass. Weil jetzt werde ich dann, wenn ich die nächsten Parts bei DK sehe, oh Gott, ich hoffe, natürlich, er macht natürlich nicht dasselbe wie ich. Das heißt, ich muss ja aufpassen. Ich muss am besten schon so viel aufnehmen, dass es definitiv immer blind bleibt, egal was DK in den nächsten Parts anstellt. Oh Gott. Schaffe ich das nicht auch mit dem normalen Sprung? Doch, das geht auch gerade so. Okay. Nein! Ah! Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Das ist ja unfassbar.
Au. So. Jetzt aber da hoch. Okay. Nein! Mann! Alter! Das Einzige, was mir halt einen Strich durch die Rechnung macht, wo ich nichts dafür könnte, wäre die, wenn wieder die Steuerung festfriert, sozusagen. Also wenn der Control-Stick meint, er muss jetzt in die rechte Richtung zum Beispiel hängen bleiben. Da kriegt er natürlich nichts dafür. Das ist klar. So, also da laufe ich direkt hoch. Ah, okay. Dann hier auch. Und dann hier auch. Gut. Dann haben wir den Stern hier schon mal. Das ist doch schon mal schön. Nummer 1. Zwei fehlen noch. Ich möchte das, wie gesagt, gerne in dem Part haben, dass wir das zwei Parts alles aufgeholt haben. So. Das ist doch gar nicht so schwer. Mann, Mann. Unglaublich. Ich stelle mich hier wieder an. Das ist ja nicht zu fassen. Wenn es so weitergeht, sehen wir gleich den Game Over Screen. So, da drüben ist das blöde, gemeine Buch. Das werde ich umgehen. Danke. So, und hier ist ein versteckter Stern. Also nicht versteckt, sondern das ist, glaube ich, der vierte gewesen oder so. Bin mir da nicht so ganz sicher. Aber der ist, glaube ich, ganz gemein, weil da muss man jetzt hier auf diese Plattform da drüben springen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das wird interessant. Yes. Und nein. Oh Gott, ja, wir haben es. Gut, sehr schön. Puh. Das ist nämlich echt ein interessanter... Moment, kann ich da stehen? Ist da Boden? Hm. Kann sein. Nun gut. Hops. Ein Stern fehlt noch, dann haben wir die Kay eingeholt, hoffe ich, glaube ich. Er hat 12, ich habe... Ach, er hat... Ja, gut, den einen, den er da noch zusätzlich hat, den... Ja, gut, den... Den holen wir uns wann anders. Der ist nicht weiter dramatisch. Das passt dann. Das passt dann genau so, wie es jetzt ist. Flupp. Stirb. So, dann hier rüber. Alter. Dieses, wenn man ganz stark am Rand ist, dass das dann so durchdreht, das ist... Ah. Das ist hier genauso schlimm. Ach, den Stern da oben bei dem einsamen Baum hat er auch noch, stimmt. Ich erinnere mich. Den hat er ja auch noch geholt. Gut, dann müssen wir den auch noch schnell holen nachher. Also haben wir noch zwei Sterne. Okay. Hä, dann habe ich doch sogar schon einen mehr als er, weil er hat doch... Nee, oder hat er jetzt 13? Wahrscheinlich hat er 13. Wahrscheinlich bin ich einfach nur dumm. So. Danke. Oh Gott, der Controller läuft. Hör auf zu laufen. Danke. Puh. Der Controller läuft. Ja, gut, ich laufe aber. Der Controller ist festgehakt. So rum. Wollte ich es sagen. So. Jetzt wird es spannend. The Lone Tree, genau. Das ist das andere Ding noch gewesen. Werde ich sterben oder werde ich mir den Stern noch holen? Gut, dann sehen wir das ja auch mal. Finde ich eine ganz schöne Idee, so ein Jenseits. So. Aber hier gibt es nichts weiter zu holen. Das ist einfach nur so ein... Einfach nur so ein... Übergang zwischen Tod zu Ladebildschirm. Warum auch immer. Aber es ist da. Warum nicht?
So. Ja, den Stern, wie gesagt, den hole ich mir noch. Und dann ab dem nächsten Part alles blind. Da freue ich mich drauf. Gut. Ich bin auch gespannt. Hier in dem Level gibt es offensichtlich angeblich den blauen Schalter. Ich habe keine... Oh. Hier stirbt man echt schnell. Hier fällt man echt schnell runter. Ich habe mich heute über DK lustig gemacht, als ich zugeguckt habe. Aber man stirbt da echt schnell. Mann! Unglaublich. Ah. So, jetzt... Nein, 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 nein. Hopp. Nicht! Okay. 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 So. Danke. So, und jetzt bin ich bei den Sprüngen bin ich auch gespannt. Die sahen einfach aus. Habe ich mir auch gedacht, die Kay stellt sich an. Aber jetzt habe ich ein bisschen Angst davor. Die jetzt kommen. Denn jetzt kommen unangenehme Dinge. Und das Buch gefällt mir nicht da oben. Aber okay. Na, oh, das geht ja gut los. Das geht ja gut los. Ja, Mama Mia. Ich glaub's auch. So, setzen wir mal gerade einen Safe State hier. Dass ich jetzt nicht, wenn ich Game Over gehe, immer alles neu laufe. Das wär unnötig. Ansonsten will ich das Spiel natürlich ohne Safe State spielen, ne? Das ist nur hier. Das ist nur hier am Anfang jetzt gesetzt. Wie wenn ich halt jetzt immer wieder mir neu reinlaufen würde. Das ist ja jetzt nichts, wo man sich das Spiel vereinfacht. Das ist halt einfach nur für die Aufnahme gedacht. So. Hier hat er einen Waldsprung machen müssen. Ich hätte gedacht, dass man mit einem normalen Sprung da auch rüberkommt. Das will ich jetzt testen. Man muss einen Waldsprung machen. Okay. Es ist ja echt... Das ist... Ich bin gerade echt wieder fasziniert davon. Scheiße. Ich bin gerade echt wieder fasziniert davon, wie krass so die Eindrücke beim Zuschauen sind. Beim Zuschauen sieht das Spiel um so viel es einfacher aus. Und beim selber Spielen merkt man dann erst, puh, hat's ja doch ganz schön in sich, die Stelle. Also gut, wir wollen hier den Waldsprung machen. Gut. Dann machen wir es halt wirklich so, wie es DK gemacht hat. Das ist wahrscheinlich die beste Methode. Auch wenn das jetzt wieder alles nachgemacht aussieht, aber... Vielleicht ist es ja wirklich so gedacht, ich weiß es nicht. Ja, das war zu weit. Oh. Das war ein Stückchen zu weit. Ein Stückchen zu weit. Das war Dück. Das war Dück. Dumm. Dumm war das. Dumm. Du, 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 du. Das könnte wehtun. Hat es aber nicht. Hat gepasst. Gerade noch so. So. Hopp. Uah! Krabbel doch nicht, Mario, please. Okay. Wenn das vorhin zu weit war, brauche ich vielleicht gar nicht mal so krass. Ja, okay, sehr schön. Gut, gut, gut. Das war knapp. Das ist ein normaler Sprung. Und das auch. Yes! Gut! Wir haben die Kay eingeholt, bis auf einen Stern. Der fehlt uns, aber den holen wir uns später. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ab dem nächsten Mal dann wirklich blind und natürlich ruhiger, weil ich dann auch nicht mehr weiß, wo die Sachen sind, die ich suche. Ne? Deswegen danke fürs Zuschauen und tschüss.